neuen Chance kommen wir zum nächsten Kampf. Ich rufe den Kämpfer in die rote Ecke. Es ist Jordan Stiegler. Willkommen im Ring, Jordan Stiegler! Und jetzt will ich die alle hören. Ich rufe den Kämpfer in die blaue Ecke. Es ist Albion the Gladiator Morina! Willkommen im Ring, Albion, the Gladiator, Morina. Aus der roten Ecke kämpfen Jordan Stiegler. Er ist 17 Jahre jung. Er kämpft für Martial Arts aus Hermsbach. Er wird betreut von Jerome König. Aus der blauen Ecke, Albion, der Gladiator, Morina. Er ist 16 Jahre jung, 16 Kämpfe, 16 hat er davon gewonnen. Weltmeister bei den Junioren, zweimal deutscher Meister. Er kämpft für das Gladiators Gym aus Ingolstadt. Betreut wird er von Gentian Morina, Agi Morina und Michael Spangler. Kämpfer in die Ringmitte. Beide Kämpfer sind unter 18 Jahre, das heißt, es ist kein Kick zum Kopf erlaubt, kein Spinning Backfist und kein Ellbogen. And now, ladies and gentlemen, let them fight! Albion, the Gladiator, Morina. Ah, Albion geht immer hart zur Sache. Ja, immer. Hört man mal wieder, seine Fans hier. Ja. Ist gleich ganz anders hier in der Halle. Ja, das wird hart für Stiegler. Er darf sich vor allem nicht da an die Ringseite stellen. Albion Morina, Cousin von Dardan Morina. Deswegen auch der Spitzname Gladiator. Ja. Hat er gleich von Dardan übernommen. Aber der macht das sehr stark. Boxt euch stark. Ich will vielleicht in der Schlaghärte ein bisschen variieren, weil da ist ja wirklich jeder Schlag, geht aufs Ganze. Ja, macht doch Spaß, ihm zuzugucken, den Burschen.
Also er geht auf jeden Fall auf die Leber. Ja. Aber die muss er besser vorbereiten. Nicht auf Zwang. Muss auch ein bisschen lockerer sein. Ja, wird ja vorzeitig gewinnen, sieht man. Ja, definitiv. So, mal ein Blick in die Ringecke mit Michael Spangler, Gentian Morina und Agim Morina. Die ganze Familie ist hier im Einsatz. Hier nochmal ein paar schöne Zeitlupen, die zeigen, wie stark dieser junge Bursche ist, der 17-jährige Weltmeister bei den Junioren im K1 in Hagen geworden. Zweimal deutscher Meister, internationaler deutscher Meister. Geht noch zurück. Geht noch zur Fachoberschule der Albion Morina. Schule geht immer vor. Internationale Wirtschaft oder als Hauptfach. Und nebenbei sammelt er einen Pokal nach dem anderen. Ja, da natürlich technisch nicht viel entgegenzusetzen, der Jordan Stiegler. Aber er hält dagegen. Ja, und ich finde, jeder hat so seinen Respekt da ein bisschen verdient. Ich meine, er ist wirklich unterlegen, keine Frage, aber er gibt sich dem Ganzen, also er gibt nicht auf. Er versucht's. Nein, der strotzt halt auch von Selbstvertrauen. Ja, ne? Also er nimmt auf jeden Fall den Aufschwung aus der ersten Runde mit in die zweite. Ja, er ist auf jeden Fall auf der Suche nach der Leber. Ja. Wieder schön drauf. Ja, die hat gesessen. Ja, aber du hast recht. Hut ab vor der kämpferischen Leistung von Jordan Stiegler. Macht er echt gut. Auch wieder hier. Schöne zweite Runde. Ja, macht Spaß, ihm einfach zuzugucken. Ja. Weil er technisch halt ausgereift ist. Für sein Alter schon unheimlich weit. Total, total. Gab ja nur einen anderen 17-Jährigen, der so weit war. Der sitzt neben mir, ja. Ja, warst du? Warst du mit 16 kroatischer Meister? Genau, ich war dreifacher kroatischer Meister. WM geboxt. Also WM, Junioren-WM? Genau, Junioren- und Jugend-WM war das. Und? Ich bin tatsächlich Fünfter gewesen, im Viertelfinale ausgeschieden, aber mein Gott, gegen die USA. Zwei Kämpfe davor gewonnen. Okay. Ja. Nationalmannschaft geboxt. Aber ja, schön war's. Noch schöner hier zu sitzen und mit dir zu reden. Und sich nicht mehr den Kopf einschlagen lassen zu müssen. No!
Ja, nochmal richtig Stimmung hier. Und das muss ich ja sagen, das finde ich geil hier an dieser Veranstaltung, dass auch diese Rahmenkämpfe total hier voll im Fokus stehen. Total. So, wieder ein schöner Körpertreff. Aber an der Leber kann er da nichts machen bei dem. Ja, jetzt muss er sich ein neues Ziel suchen. Die Knüppel hat. Jetzt hat er Ziel, Fersendrehschlag. Jetzt schauen wir mal, jetzt versucht er den rechten ranzubringen, so wie die Füße stehen. Er versucht und versucht es, aber der ist wirklich ein zäher Hund. Ja. Wirklich zäh. So, noch eine halbe Minute. Sehr schön. Sehr variabel. Ja, das gibt ja nochmal richtig Gas. Sehr, sehr, sehr schöner Schlusssequenz. Ja. Na, er weiß natürlich auch, wie man die feiern lässt. Gehört alles dazu. Auch das hat er sich vom großen Cousin abgeschafft. Genau. Aber verdient. Aber nochmal aller Respekt hier vor der Leistung von Jordan Stiegler. Diesen Schlagtsunami, den musst du erstmal mitnehmen und einstecken und die immer wieder auf neue Aktionen einstellen. Das hat er wirklich gut gemacht, auch wenn er chancenlos war. Ja, aber dem kann man noch zwei, drei Runden zugucken, ne? Dem ja, auf jeden Fall. Albion. Auf jeden Fall. Ja, hat alles drauf, der Kerl. Ja. Da haben wir ja noch gesagt vorhin, also er würde auch mal ganz gerne traditionelles Boxen machen, aber MMA könnte er sich auch gut vorstellen. Ja, ja. Absolute Kampfmaschine. Ja, also. In allen Bereichen. Ja, lässt ja nichts aus. Ein großer Applaus für die beiden Kämpfer. 17 Jahre jung und 16 Jahre jung. Der Sieg geht einstimmig nach Punkten in die blaue Ecke und somit an Albion the Gladiator Morina. Er darf was sagen. Also, hallo alles zusammen. Blören, bitte hol mir eine Cola kurz. Mein Spaß. Also ein großes Dankeschön an meinen Trainer, an meinen Papa, an meine ganze Familie, meine Community und vielen, vielen Dank an Marco Friedrich, FF Galabau. Er macht Rollrasen, Gartenbau, alles. Er hat auch was für uns gemacht, sehr tolle Leistung. Also kann ich nur weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank, die mich unterstützt haben und alle, die hier sind. Viel Spaß, noch wird noch viel cooler. Danke, Entschuldigung. Und ja, also vielen, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Albion! Ich möchte auch gerne nochmal Dankeschön sagen, Jordan, 17 Jahre, Albion, 16 Jahre. Leute, das war ein Juniorenkampf. Also wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen um den Nachwuchs, großartig. Naja, und ich glaube, im Marketing hat er genau von der Familie Morina alles mitbekommen, wie wir gerade gesehen haben. Nochmal schön die Sponsoren und gleich mal die Werbung reingepackt. So muss das sein, genauso soll es sein. Und deswegen, wirklich begeisternder Juniorenkampf. More to come. Wir freuen uns auf die nächsten Kämpfe.